Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wie im letzten Videopart angekündigt, habe ich gesagt, wir wollen einmal durch unsere Stadt reisen. Jetzt ist es natürlich so, dass wir ein bisschen an der Lokomotive gebunden sind, logischerweise. Und wir werden hier jetzt ein wenig rumfahren und uns vielleicht eventuell mal so einiges angucken. So, das ist unsere Lokomotive, eine BR-218. Dazu sage ich erstmal, ich begrüße euch, wie gesagt, erst einmal. Wir fahren mal ein Stück. Wir fahren mal ein kleines Stück mit ihr. Wir machen das erstmal alles ein bisschen langsamer. Und ich habe den Trafo-Mod bewusst gewählt erst einmal, um schneller reagieren zu können, weil wir ja hier teilweise auch keine Schienen haben. Und das hier ist Werner von Croy Bahnhof. Na, wir haben jetzt zwar keinen Zugverband, aber das ist ja völlig Latte. Das ist ja völlig Latte. Und wir halten gleich an weiter. Und stopp. Was sehen wir da? Was sehen wir da? Geil, 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 geil. Werner von Croy Bahnhof. Und wir können natürlich auch in der Lokomotive sitzen. Wir fahren mal ein Stück rückwärts weiter. Guckt mal. Und verlassen Werner von Croy. Und bremsen nochmal. Also es geht jetzt natürlich darum, dass wir uns das jetzt hier erstmal alles nur anschauen. Funktionieren tut hier sowieso noch nichts. Aber das ist ja alles halb so wild. Das hier ist unsere große Stadt, Werner von Croy, wo man sicherlich vieles, 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 vieles tun kann. Und wir fahren erstmal weiter. Kommt, Leute, wir wollen das jetzt erstmal alles genießen. Enjoy the trip. Natürlich wäre es jetzt noch schön, wie ich hier sehe, ein bisschen dynamischeres Leben einzubauen. Ein bisschen Dynamik brauchen wir auf alle Fälle. Und wir gucken mal, ob wir hier überhaupt ganz normal fahren können oder ob wir da schon mal technische Schwierigkeiten bekommen werden. Ich finde es doch einfach nur zu geil. Ich finde es doch einfach nur zu geil. Leute. Geben wir mal ein bisschen Gas. Hier ist Werner von Croy Stadt. Die wir gerade sowieso verlassen. Ja, also mich plättet das, Leute. Muss ich euch ganz klar sagen. Es plättet mich schon so ein bisschen, ne? Das, was wir jetzt hier sehen. Es ist schon nicht schlecht. Es ist schon mal nicht schlecht. Boah, ist das geil. Ist das doch nur geil. Es ist doch nur geil, Leute. Wir fahren ins Gewerbegebiet. Hier machen wir mal eine schöne Bremsung. Wir sind im Gewerbegebiet angekommen, Freunde. Schaut euch das doch mal an, das ist doch geil. Das Feuerzeug geht nicht. Hm. Ich versuche gerade zu rauchen, Leute. So, hier, wir sind im Logistikzentrum angekommen. Wir sind im Logistikzentrum angekommen, aber hier dürfen wir sowieso nicht weiterfahren, weil hier Container auf den Gleisen stehen, die noch bearbeitet werden. Und da vorne fährt gerade auch ein logistisches Element. Seht ihr das? Dieses logistische Element arbeitet. Es ist der Hammer, oder? Es ist der Hammer, Freunde. Wir machen mal ein Weichenspiel. Wir machen mal ein bisschen Weichenspiele. Weil ganz ehrlich, ich kenne mich in Werner von Croy auch noch nicht aus. Nee, ich kenne mich nicht aus. Die ganzen LKWs, die hier stehen. Hammer. Das haben wir gemacht, Freunde. Zusammen. Das ist unser Land. Ein bisschen Nationalstolz sollte hier wirklich jeder haben. So. Ein bisschen Nationalstolz gehört dazu. Na gut, wir haben einen langen Bremsweg, ne? Geht das bitte aus?
So, wir fahren weiter, Freunde. Wir fahren jetzt erstmal in eine Weiche rein, so soll das sein. So, ich habe die Weichen schon mal für uns gestellt, Freunde. Wir fahren da lieber ein bisschen vorsichtig rein, weil wir die zurzeit noch manuell betätigen müssen. Mhm. Wir wollen ja auch nicht in irgendwelche Container reinfahren. Also ich finde das geil. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Wollen wir mal gucken, ob die Gleise auch funktionieren. Aha. Super. Super. Super, Leute. Guck mal hier, unser Logistikzentrum. Unser Logistikzentrum, Freunde. Was wir geschaffen haben. Wir fahren durch. Hier unser ganzes Gleisgewirrwarr. Und jetzt entgleisen wir. Und unsere Lokomotive ist übers Feld hinausgeschossen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nein. Gut, daran sieht man, dass es alles noch nicht fertig ist. Daran sieht man das wirklich, dass wir noch nicht kompletto sind. Aber was ist denn jetzt mit unserer Locomotion? Was kann man denn jetzt mit ihr machen? Da kreiselt ja jetzt dieses X drüber. Kann man sie, Steuerung... Was stand da? Steuerung-Taste halten plus Rechtsklick. Ah, okay. Zug verlassen. Navigiere zu. Belade, entlade. Warte, melde Status. Was kann man denn jetzt machen? Fahren. Aber fahren können wir den doch gar nicht mehr. Der ist doch entgleist. Egal. So, wir haben auf jeden Fall erstmal so einiges hier zu sehen bekommen. Multifunktional, wie so einiges hier funktionieren können, könnte, sollte, wollte und so weiter. So, natürlich sollten wir hier zusehen. Dass das irgendwann alles nochmal so richtig geht. Klar, dieser Videopart, der wird jetzt nicht so lang wie die anderen. Das kann ich euch jetzt auch schon mal an der Stelle leider Gottes versprechen. Aber es ist doch der Hammer. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Alles voller Waren. Na? Und das haben wir geschaffen. Das haben wir. Du, ich. Alle die, die da sind. Jeder hat gesagt, ey, bau mal das ein, bau mal das ein, bau mal das ein. Haben wir gemacht, Freunde, und das ist daraus entstanden und es entsteht noch viel, 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 viel mehr, wenn ihr euch natürlich fleißig beteiligt, so wie zum Beispiel jetzt als nächstes Welzheim. Welzheim ist unser nächster Ort, neben Werner von Kreu, also ein paar Kilometer davon entfernt, was weiß ich, ich mache mir mal Gedanken, vielleicht 10 Kilometer entfernt. So ein schönes Örtchen Welzheim, was soll Welzheim haben? Vielleicht ein Hafen? Nein, aber vielleicht ein Vergnügungspark? Ich weiß es nicht. Wir müssen gucken, was wir in Welzheim absetzen, was es geben soll. Es ist einfach alles möglich. Und das hier ist Werner von Kreu. Dieses große, riesige Ding. Ich verabschiede mich von euch, bedanke mich bei euch, dass ihr wirklich so mitgemacht habt, dass ihr ein Interesse gezeigt habt, dass ihr es wollt, dass ihr mir das zu verstehen gebt, dass es euch Spaß macht, Freunde. Das macht mich wirklich super, super, super glücklich. Und da vorne, schaut euch das mal an! Dieses Fahrzeug arbeitet! Vielleicht macht es die ganze Zeit nur Unsinn, klar. Na, packt den Container drauf und der löst sich bestimmt gleich wieder auf oder so, ich weiß es nicht. Mal gucken. Der fährt auch über die Gleise, ist der frech. Ist der frech. Da seht ihr, der Container hat sich aufgelöst und jetzt holt er sich den nochmal. Aber trotzdem, Leute, der gute Wille zählt. Und das ist das, was wir hier auf jeden Fall sehen sollten. Guckt mal, schaut mal. Der packt den Container jetzt darauf. In dem Sinne, tschau.